Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Die letzte Folge war, wenn man es sich so recht überlegt, komplett irrelevant. Ich habe die ganze Zeit gebraucht, um endlich wieder den Rückweg zum Pokémon Square hinter mich zu bringen. Lediglich, damit ich etwa 30 Sekunden in-game war es über eine Nacht, aber ich musste dann direkt wieder wegrennen, weil die Pokémon im Square jetzt keinen Bock mehr auf Menschen haben. Yay! Und jetzt bin ich hier auf der Flucht mit einem inzwischen vollen Pokémon-Team. Und aus irgendeinem Grund hat sich Schwalbini entwickelt, was hier zum Beispiel Flamly, Endivie, die können das nicht. Aber natürlich die anderen. Pikachu könnte vermutlich sich mit einem Donnerstein auch entwickeln, denke ich. Und Datiri braucht halt einfach viel mehr Level. Das ist ein Datiri. Dratini. Ich sag immer Datiri. Für die, die es nicht kennen, ich denke aber, wer das hier guckt, kennt es schon. Datiri ist ein Vogel-Pokémon, das man auf der ersten Route in Pokémon XY fangen kann. Und diese Namen sind sich einfach zu ähnlich. Und Schwalboss bumst gerade ganz schön. Ah, wieder der Typ am direkt bei der Treppe, die ich schon 8-mal gesehen habe, die ich jetzt endlich nehmen musste. Ich wundere mich, wovor sie wegrennen. Wo sind sie? Hast du sie gefunden? Ich habe sie nicht gesehen, als ich geflogen bin. Ey, du hast ein Pikachu, ein Flamly, ein... Oh, Alter, kannst du bitte nur noch längere Scheiß auf sie machen? Ein Pikachu, ein Flamly, ein Endivie, ein Schwal... Aha, lol. Der Entwickler war nicht vorbereitet. Ich hab gar kein Schwalbini mehr dabei. Opfer. Ein Schwalboss dann eben. Ein Dratini, nicht Datiri und ein Psyana. Waren die hier? Ja, ich glaub, aber warum guckst du nach ihnen? Das sind Menschen. Ja, okay, also die meisten jetzt. Ich verstehe. Wo sind sie hingegangen? Ja, ich weiß, wo sie hingegangen sind. Folgt mir. Oh Gott, was ein Keck. Ich dachte, der hilft uns jetzt. Ich hatte ja das Gefühl, okay, das kann immer noch irgendwie sein. Es fehlt ja immer noch eigentlich, was mich ein bisschen wundert, weil das Team voll ist. Fehlt ja immer noch einer von den Freunden, die wir in der Menschenwelt hatten. Ich habe mir gedacht, dass das vielleicht dieses Sandan ist. Hallo, ich bin Ari. Du siehst müde aus. Willst du dich nicht ein bisschen ausruhen? Kann man hier sich heilen? Hi, Abra. Ja, okay, anscheinend nicht wirklich. Und kommt jetzt eine neue Wasserroute oder was? Ah, sorry. Einerseits sieht's aus, so aus, aber andererseits, hier ist doch gar kein Platz. Hier kann man nirgendwo lang, bitte was? Hat niemand gesehen. Ja, ich war doch schon drin. Ja, was soll ich mir? Okay. Ja, das war klar. Das war mir schon klar. Deswegen musste ich hier die Zeit rumbringen. Du siehst erfrischt aus, das ist toll. Übrigens, sind das deine Freunde da oben, die versuchen euch umzubringen? Ja, klar. Ich bereite mich auf einen Kampf vor. Und zur Sicherheit jetzt mal so, falls es ein Doppelkampf wird. Ah, sie haben uns gefunden. Wir können nicht mehr wegrennen, wir müssen sie bekämpfen. Ja, schön. Oh, Günther, ich glaube, wir haben keine Wahl. Ich habe euch doch gesagt, dass sie hier sind. Was? Wir haben euch endlich gefangen. Nee. Gebt auf, ihr könnt nicht mehr wegrennen.
Sorry, aber wir müssen. Das ist kein Gag, oder? Ich denke nicht. Also, Worte sind anscheinend nicht genug von uns, damit sie nicht denken, dass... komischer Satz. Ja, komm. Aber lass uns sie nicht mit voller Kraft angreifen. Okay. Ich hoffe, das eskaliert nicht. Oh, wieder Pokémon-Boss. Settlers. 5 Stück. Willst du mich verarschen? Wie soll ich den Kampf verlieren? Oh, hey. Oh nein. Wenn die alle so stark sind, wie soll ich das dann verlieren? Togetic. Oh nein. Also Smetbo wird wahrscheinlich nicht schlecht. Bruder, muss los. Der macht ein fucking Metronom und geht erstmal auf Hitzewelle und Geofissur. Ich denke, Raupi kriege ich hier noch kaputt, oder nicht? Überraschung. Smetbo. Kriege ich noch kaputt. Leute, wir haben hier einen echt schweren Bosskampf hinter uns. Eigentlich war nur das Togetic stark. Das ist ein bisschen arg abgegangen. Hitzewelle, Geofissur, Level 24. Ja, Der Spieler gewinnt einen super, mega, krass schweren Bosskampf. Alter, ich spiele erst 7 Minuten diese Folge. Sie sind stark. Jetzt hört uns mal zu. 800, willst du mich verarschen? Sie sind nicht nur kacke, sie sind auch nichts wert. Jetzt hört uns doch mal zu. Was sollen wir tun? Nochmal angreifen! Was ist hier los? Halt, stopp! Pokémon sollen nicht kämpfen. Sie ist es. Mensch, lass sie uns umbringen! Nee, hör auf! Was tust du? Jetzt hört mal auf! Ich hab hier keine Lust mehr drauf, das muss aufhören. Raupi? Dieser Mensch ist nicht wie die, die uns im Square angegriffen haben. Und was macht dich da so sicher? Hä? Was ist denn hier los? Ihr wisst doch alle, dass ich Schatzjäger bin, ne? Ja, Businessman! Geiles Thumbnail, finde ich persönlich in der 9. Folge. Und ich verkaufe mein Zeug im Fortune Valley, richtig? Bitte was? Nicht Flemmi, bitte. Flemmi sagt das. Raupiger aus dem Weg. Nee. Ja, du hast mich einmal gerettet und jetzt bin ich dran. Dieser Mensch hat mich gerettet. Ich schuld dir mein Leben. Bitte was? Sie ist ein sehr liebender Mensch, der sich um Pokémon kümmert. Hört mich an, nicht alle Menschen sind böse. Raupi. Ihr wisst, Leute, Günther, Rose, Steve und Mark, natürlich alle außer Günther großgeschrieben, haben auch nicht dieselbe negative Aura wie die Jäger. Ich glaube... Gengar hat uns etwas aggressiv ihm gegenüber gemacht. Wer denn auch sonst? Ich stimme Raupi zu, das muss aufhören. Ja, okay. Ich entschuldige mich, Leute. Kein Problem. Ja, sorry. Ja, kein Problem, glaube ich. Hat perfekt funktioniert. Du hast das geplant. Heißt das... Hey, warte mal, Sandama. Der ist sowas von der letzte Mensch. Das klingt jetzt irgendwie behindert, als ich sollte. Es klingt so, Alter, der ist das letzte, der King. Oder einfach, hier sind keine anderen Menschen mehr, der ist der letzte. Das war alles Teil deines Plans. Uns hier locken, hinlocken, genauso wie die anderen. So, dass wir das Problem selber lösen konnten. Ja. Das erinnert mich an... Naja, ich muss los. Warte einen Moment. Erzähl mir, wer bist sowas von... Wer ich bin? Ich bin Pokémon, genau wie du.
ein besonderes Pokémon, genau wie du, ein Mensch. Danke, wie auch immer man dich ausspricht. J-Gold oder so. Ja, war klar. Aha. Und sie sind zusammen. Also, zumindest alle? Der Satz ergibt keinen Sinn. Aber das ist nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass sie sich wieder getroffen haben. Irgendwas geht da ab. Und wow, das war ja eine sehr lange Flucht. Ich habe eigentlich erwartet, das wird jetzt länger, so wie in Team Rot oder so. Aber nee, bin schon wieder da. Wie viel Geld habe ich denn? Ich war ja jetzt ja eine Zeit hier nicht mehr. Was, so wenig? Ich dachte, ich hätte jetzt übel viel. Schön wär's. Ja, dann denke ich mal, es ist Zeit für eine neue Mission, oder nicht? Also, ihr habt einiges durchgemacht, aber ihr habt euch wirklich, ihr habt bewiesen, dass ihr den vierten Rescue-Orden wert seid. Wow, aber ihr habt eure Augen für die Wahrheit und Realität geöffnet. Hä? Ich bekomme jetzt den vierten Orden in meinem Profilstand, aber ich habe schon vier Orden und ohne den vierten Orden könnte ich auch gar nicht surfen. Hä? Das ist komisch. Also, ihr wisst, was das heißt, nicht? Hä? Alle Pokémon-Rettungsteams werden zur Gilde in Poketropolis für weiteres Training gegeben. Das ist eine große Möglichkeit für euch. Poketropolis? Wow, ich habe noch nie davon gehört. Aber müssen wir echt dahin gehen? Ja, ihr müsst. Und macht uns stolz. Also, ah. Um dahin zu kommen, müsst ihr durch die Mineralhöhle. Und danach werdet ihr im Zwielichtsee sein. Oder am. Wenn ihr dadurch seid, seid ihr bald in Poketropolis. Viel Glück. Als ich schon Christ-Mineralhöhle gehört habe, wusste ich, was das heißt. Das heißt, ich hasse mein Leben. Hä? Habe ich nicht gerade HM3 bekommen? Also hier ist es 4. Das können nur Pikachu oder Flamly. Beide haben auch schon was. Oh, Kacke. Ich habe jetzt erst gesehen, dass das Kacke war. Es gibt sicher keinen Verlerner oder sowas. Flamly ist absolut nicht kampftüchtig. Das Ding hat jetzt 3 VMs. Ich dachte, es hätte vorher auch nur eine gehabt. Genau wie Pikachu. Sonst hätte ich mir das auch nochmal überlegt. Ja gut, Flamly, dann bist du jetzt offiziell, auch wenn du am Anfang Regirock Solo gewumst hast, bist du jetzt offiziell das Gruppenopfer. Yay! Das heißt, jetzt kommt auch mal der Mystery Dungeon Aspekt mit einer Gilde rein. Ich find's echt klasse, ich durfte erst am Ende des letzten Parts noch 1-2 Minuten durch diese Gegend hier rennen. Die Sache ist nur die, dass ich das inzwischen so gut kenne, wenn ich nicht zu blöd bin, da reinzulaufen. Ich brauche hier halt echt gefühlt keine Zeit mehr für. Das ist auch das Einzige, wegen dem ich dieses Spiel noch nicht geragequittet habe. Alter, aber die Encounter-Rate könnte ja schon niedriger sein, oder nicht? Hier bringt es mir jetzt auch nicht so viel, die Dinger zu besiegen. Hin und wieder kann ich ja mal zack. Wirklich. Ich habe das Scheißteil nicht one-hitted. Ja, okay, das ist eigentlich hier echt kein Problem. Ich meine, ich mache so und habe den Kampf gewonnen. Das geht gefühlt genauso schnell wie fliehen und gibt noch so 40 Erfahrungspunkte jedes Mal. Ja, 30 bis 40. Jetzt kommen hier stärkere Gegner, 75. 95.
Nein, er ist jetzt zur Seite. Die Pokémon hier sind sehr stark. Level 23. Ich biege hier immer zu früh ab. Ja, hier ist die Treppe, wo eben das Sandamere ist die Weiterentwicklung. Genau, nicht Sandan. Stimmt, das heißt, die Mineralhöhle darf ich jetzt auch schon wieder aus... ist inzwischen auch schon wieder am Ausgelutscht werden. Ich meine, ich bin da ja erst letzte Folge durchgerannt. Und davor schon. Das ist so die Sache, die Pikachu hier noch ableisten muss. Ja gut, tschüss. Oh, warte, ich hätte einen Rock Smash gehabt. Der hätte das Ding vermutlich sogar down geholt. Jawohl, ich habe mich erinnert. Ich nehm's zurück. Hier, Dratini. Ich hab's richtig gesagt. Ich hab nicht Datiri gesagt. Ich bin stolz auf mich. Krieg ich jetzt einen Nobelpreis? Ich muss sagen, im Moment ist das ganze Team wirklich sehr nah aneinander gelevelt. Das finde ich gut. Auch wenn ich das Gefühl habe, so nach den letzten Kämpfen, auch zum Beispiel wegen dem Togetic, ich bin tatsächlich inzwischen ein bisschen drunter. Also diese Zubats geben schon gute Erfahrung. Eigentlich nicht, aber eigentlich gibt in dem Spiel kein Pokémon gute Erfahrung. Ach kacke, das Ding hat jetzt überlebt. Und das war jetzt eigentlich komplett unnötig. Man muss sagen, dass hier eigentlich Dratini vom Moveset her mein stärkster Teammember im Moment ist. Moment. Heißt das, der Zwielichtsee fällt mir gerade so auf? Ist die Wasserroute, die ich schon überquert habe letzte Folge? Und das Ding habe ich hier noch nie gesehen. Das hält sogar was aus. Hat aber auch 300 EP gegeben. Oder ist das hier gemeint? Nee, hier kann ich gar nicht surfen. Warte. Hier sind instant beide Ausgänge. Ich hätte gar nicht durch den ganzen... Hä? Ich kann hier allgemein nicht mehr surfen auswählen. Hä? Warum kann ich das jetzt auf einmal nicht mehr nutzen? Hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich kann nicht mehr... Ich konnte doch letztes Mal noch surfen. Wo muss ich denn dann hin? Ich kann ja nicht mal irgendwo hin. Hä? Also jetzt bin ich gerade komplett überfordert. Habe ich wirklich dieses Item da oben bisher immer übersehen? Ein Beleber. Hä? Jetzt mal for real. Ich soll diese Höhle durchqueren zum Zwielichtsee. Mal im Ernst. Ich hab doch genug Orden, oder nicht? Ist immer noch 4 angezeigt, genau wie letztes Mal.
Mal im Ernst, das ist doch komplett merkwürdig. Was mache ich denn falsch? Ich meine, meine einzig andere Idee wäre gewesen, hier am See am Ende der Höhle zu surfen, aber das durfte ich ja auch nicht. Klar. Hier muss ich lang. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, ist traurig. Das ist wirklich traurig. Ich wette, da habt ihr euch auch schon gefragt, was macht der bitte? Aber das ist trotzdem keine Erklärung, warum ich auf einmal nicht mehr surfen kann. Ich meine, ich hoffe mal, ihr habt die letzte Folge gesehen. Da konnte ich das. Da gab's eine ganze Wasserroute und dieser Umweg ist wirklich sehr nötig. Da gab's eine ganze freaking Wasserroute. Und jetzt wollen die mir sagen, dass ich noch gar nicht surfen kann? Logik ist nicht da. Wo bin ich jetzt gelandet? Hilfe? Bist du einer von den Wächterdrachen? Meine Reisenden. Ihr möchtet das Geheimnis dieses Sees herausfinden, den ich als Wächter bewache. Bitte was? Scheiße, mir fehlt gerade das richtige Wort. Streitet eure wahren Intentionen nicht ab. Wir wollen eigentlich nur hier durch. Du musst nicht begründen. Ich weiß den Grund, warum ihr hier seid. Bitte erlaubt mir... Fick dich! Was war das jetzt eigentlich für ein Kackscreen? Nächster Wächter? Nee, kein Wächterdrache. Es gibt keinen Wächter des Sees. Einfach nur Wächter des Sees, wie gesagt, heißt der. Oh, es regnet. Wetten, das Ding kann Wasserattacken absorbieren? Nö, aber bringt mir trotzdem nichts. Nur eine Frage. Glückwunsch. War ein guter Kampf. Ich habe versagt, diesen See zu beschützen. Und das Ding ist 4000 wert, aber die 5 Pokémon zusammen 800. Also wir wollen hier eigentlich nur durch. Wir müssen nach Poketropolis, um ehrlich zu sein. Oh, sorry. Naja, ich bin Armor Swan. Ich bin der Beschützer des Zwielichtsees. Und deswegen versuchst du uns loszuwerden. Ja, ich habe viele Reisende gesehen, die das Geheimnis des Sees gesucht haben. Okay, aber wir sollten weiterziehen. Ja, ich verstehe. Seid vorsichtig. Danke, du auch. Bitte, was war das? Das war komplett unnötig. Das war, glaube ich, die komischste Kacke, die ich bisher gesehen habe. Dieser Bosskampf war total einfach. Mal wieder total unbegründet, wie so gerne in diesem Spiel und gefühlt allen Pokémon-Spielen. Sicher. Ich denke, hier sind Wasser-Pokémon. Das erste Ding, das kommt, Wasserboden. Alter, das macht ja kein Damage. Hallo, da bin ich wieder. Lass mich raten. Ich sag, erstens, cool, hier gibt's die Druppi. Zweitens, okay, hätte ich hier jetzt surfen können, dann wäre ich aber ganz weit vom Glauben abgefallen. Und wenn ich sage ganz weit, dann meine ich das auch. Ich find's halt klasse, dass hier gefühlt alle Wasser-Pokémon in irgendeiner Form trotzdem keine Elektroschwäche haben. Stimmt, warum bin ich eigentlich so schlau und tu nicht Endivie vor? Inzwischen ist das Ding relativ low-leveled sogar. Ja, okay, gegen das Ding hilft's mir auch nicht, aber gegen die Wasserbodenviecher sogar vierfach.
bin ich den ganzen Weg jetzt... Natürlich kommen jetzt nur noch die Dinge. Und ich bin nur ein bisschen blöd. Ja klar, und jetzt rennen hier Käfer rum! Also, Flemly hat's nötiger als... Alter, wie weit ich hier runter muss. Als Schwalboss. TM 29, das wäre... Ich weiß gerade nicht, was genau das auf Deutsch ist, aber dass das hier Psyana lernen kann, war relativ klar. 90, ist das Psychokinese? Ja, ist es. Tatsächlich tue ich erstmal das hier raus, weil Konfusion noch eine Verwirrung erzielen kann und ich rechte Hand noch nie genutzt habe. Kann sein, dass das sinnvoll sein kann, aber... Zitrusbeere. Aber irgendwie muss ich sagen, ich habe tatsächlich eine Vermutung, was hier noch sein könnte. Ist zwar vermutlich letztendlich doch sehr weit hergeholt, aber ich meine, gerade eben befinde ich mich in einem Blumenfeld. Und vielleicht kommt jetzt ja wieder das Team von Tropius mal zum Einsatz. Die haben wir auch erst einmal gesehen. Ach, willst du mich verarschen? Zitrusbeere. Heilt inzwischen auch nicht mehr so viel, wie es vielleicht könnte. Danke. Das hier war nur eine Abkürzung. Okay, hätte ich sie am Anfang genommen, hätte ich halt die Items verpasst. Wirklich, das Ding hat mit einem KP überlebt. Das ist es. Die Brücke zu Poketropolis. Ja, wir sind hier. Was war das? Oh, nicht ganz. Oh, hallo. Mein Name ist Latios. Habt ihr meine Schwester gesehen? Günther? Das ist ein echtes Latios. Ich weiß? Deine Schwester? Ich glaub nicht. Aber wir haben Amor Swan gesehen. Habt ihr nicht? Na, danke für eure Zeit. Bevor du weitergehst, was ist denn passiert? Wir sind hier lang geflogen, um die ganzen Neuigkeiten zu verteilen. Neuigkeiten? Was denn? Ihr habt noch nicht davon gehört. Naja, macht eigentlich Sinn, weil es im Himmel passiert ist. Im Himmel? Was ist denn da passiert? Vielleicht fällt der Himmel runter. Nicht lustig, Günther. Oh Gott. Im Himmel ist das Drachenkastel. Und da leben die vier Guardian Dragons. Hä? Zumindest die vier? Ich glaube, wir wissen. Rayquaza, ne? Ja, aber das ist es nicht. Ein Schatten hat das Schloss überwuchert und es wird seltsam. Seltsam? Die Wächterdrachen? Sind Rayquaza und Angelallen nicht Wächterdrachen? Ja, der Name stimmt nicht, aber bevor es passiert ist, war Rayquaza nicht da, wie normal. Nur Angelallen, Devihel und Brefferner waren da. Dann einfach aus dem Blauen ist so ein Schatten gekommen und hat das ganze Castle überwuchert und sie merkwürdig werden lassen. Und bei merkwürdig meinst du, sie sind böse geworden. Bitte was? Aber wie? Wir wissen es nicht. Aber es wurde bestätigt, dass die Wolke der Grund sein könnte. Ich sehe es. Also, du warst da, um... Also, du wolltest das weiterhin... Nein.
Achso. Wir wurden von Breathburner selbst berichtet. Breathburner? Aber ich dachte, sie wurde nicht bei der Wolke, sie wurde nicht beeinflusst. Es ist, als ob sie einfach den Effekt neutralisiert. Angeline hat gesagt, sie ist der die Wächterin des Lebens. Vielleicht deswegen. Sagte, dass vielleicht Angeline und Devihel verflucht sind. Aber es ist gut, dass Rayquaza nicht auch verflucht ist. Ja, finde ich auch. Zumindest haben wir noch zwei Guardians auf unserer Seite. Aber Angeline, das Ding war OP. Leck mich, Clean Update. Ah, so oder so, ich muss jetzt meine Schwester finden. Danke für die Info. Ich mache nur meinen Job. Ah, ihr geht nach Poketropolis? Ja. Ah, ich seh's. Dann müsst ihr nicht jedem erzählen, was ihr gerade gehört habt. Da habe ich's bereits erzählt. Danke. Wir hoffen, du kannst deine Schwester finden. Danke. Los geht's. Dafür, dass ich so ein Gott bin, würde ich jetzt gerne von euch allen ein Abo bekommen. Ich meine, okay, nicht auf dem Blumenfeld, aber 2 Meter dahinter. Oh, guck mal, Besucher. Du hast recht, willkommen. Sie sehen bekannt aus. Es sind die Spastis. Ich erinnere mich, die vom Buffetfeld. Es sind, wer seid ihr doch immer? Die Spastis, die Rose gejagt haben. Toll, euch hier zu treffen. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Warum seid ihr hier? Wir sind die Willkommensparty. Ja. Ja, sehr schön. Also seid ihr alle für. Also seid ihr hier für das Rettungsteam-Training, richtig? Ja und? Was ist so lustig? Nichts, ist nur. Ihr seid scheiße. Warum? Was geht hier unten ab? Geht zur Seite. Ah, hallo. Ist eine Weile her, seit wir uns zuletzt getroffen haben. Yep. Was macht ihr hier? Wir sind hierher gezogen, nachdem wir unseren 4. Badge Orden bekommen haben. Ach, ihr auch. Einfach damit wir es euch wissen lassen. Wir haben auch unseren 5. Orden. Tja, toll. So. Kleiner. Hör auf. Das ist jetzt Carpils. Erinner dich, ihr beide seid die Willkommensparty. Ja. Ja, richtig. Links, ich mal richtig. Bitte was? Lasst uns keinen Ärger machen, okay? Diese Laufanimation. Okay, unser Boss hat gesagt, dass wir keinen Stress machen sollen. Ja. Na dann, willkommen in Poketropolis. Der Platz, wo die berühmte Rettungsgilde ist. Wer geht da jetzt hin? Das ist das blaue Gebäude hinten. Lass uns losgehen. Dann würde ich sagen... Kanimani Günther! Hi! Hi, Günther! Hi, ich bin Günther. Und ich bin ein Retter. Hi, ich bin auch Günther und bin Retter. Die sind alle Günther. So, dann würde ich sagen, für heute reicht's. In der nächsten Folge gucken wir uns die Gilde an. Wir sehen uns dann wieder. Ich weiß nicht mal, wo dieses Scheißgebäude ist, das sie gemeint haben. Aber juckt auch gerade für einen Moment keinen. Wir sehen uns, Heidigda. Bis dann. Und ciao.